Unser Kamerakind ist heute der Kurosch. Oh, ich freue mich riesig. Heute sind wir in der Waggonhalle in Marburg und gucken Fast Normal, Next to Normal. Und wir müssen ja sagen, wir haben dieses Stück ja bereits schon 5-mal in 5 verschiedenen Inszenierungen gesehen. Wir gucken es heute zum 6. Mal an. Es ist ja nicht so eine Produktion wie Disney, wo alles bis auf den Zehennagel perfekt auf der Bühne sitzen muss, sondern jeder kann es ja machen, wie er möchte. Ja, ja. Was? Wir hatten ja auch keine Regie. Umso besser. Kurosch schaut gar nicht verzweifelt jetzt gerade. Was würdet ihr sagen, was ist das Besondere an diesem Stück? Warum möchte momentan jeder Next to Normal zeigen? Ich meine, du bist ja quasi vom Fach, weil du arbeitest ja nebenbei auch noch bei Musik und Bühne. So ganz nebenbei. So ganz nebenbei. Das heißt, du vergibst ja quasi auch die Lizenzen an alle, die sagen, ich möchte dieses wunderschöne Stück spielen. Was ist das Besondere an diesem Stück? Dass es nicht das normale Mainstream-Musical ist, wie man sich das so als, sagen wir jetzt mal, nicht Musical-affiner Mensch irgendwie vorstellt. Der hört das Wort Musical und denkt an König der Löwen, Cats und Phantom der Oper und so. Und Next to Normal gehört einfach zu einer neuen Generation Musical, wo einfach auch mal ein bisschen schwerere Themen verwurstet werden, sag ich jetzt mal, aber in einem trotzdem humorvollen Kontext, ohne dass es aber an Tiefe verliert. Also das ist einfach so ein schönes Paket. Du hast sowohl die humorvolle Unterhaltung als auch den Tiefgang, der dich, wenn du es schaffst, dich drauf einzulassen, vielleicht sogar ein bisschen zu Tränen rührt. Na, ich hoffe doch. Also bisher habe ich immer geweint. Wie streng selbst im Theaterkeller Sindelfingen habe ich geweint. Selbst also im Theater Baden-Baden, aber da haben wir aus anderen Gründen geweint. Ich erinnere mich. Wieso? Gab es keinen Bühnennebel? Nee, aber da war die Hälfte krank auf der Bühne und sie haben es tapfer durchgezogen. Ich hätte, zumindest mit Bühnennebel hätte man nicht alles gesehen. Wir sind ja jetzt in der Waggonhalle. So, nein, jetzt will ich ja, mal. Also, das macht der Adrian mal. Ja, der mit, immer mit seinen investigativen Fragen. Wir haben ja schon einige Inszenierungen gesehen. Habt ihr dann gesagt, okay, wir haben jetzt auch wahrscheinlich schon einige gesehen, du gerade mit Musik und Bühne, du hast ja da nochmal den Take dazu. Hast du ja auch gesagt, oder gerade in der Regie, wir machen jetzt etwas komplett anders dabei oder wir haben eine andere Perspektive einfach nochmal reingebracht in das Ganze? Also unser Regisseur hat sich das auf jeden Fall schon so gedacht, dass es ein bisschen entfernt ist von dem, was man so kennt. Also gerade das, die bekanntesten Inszenierungen sind ja die aus Fürth und ich meine Dortmund mit Meyer. Mit Meyer, ja, genau. Die waren ja relativ ähnlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und so ist es ja auch irgendwie in den Köpfen abgespeichert. Und der Vorteil, den wir jetzt hier haben, ist, dass diese Bühne ja wahnsinnig klein ist im Verhältnis zu den anderen Bühnen. Und man ist als Zuschauer unheimlich nah dran. Das heißt, man kann auch ganz anders inszenieren, weil du einfach die Gesichter ganz anders siehst. Es ist jetzt nicht so, du sitzt 20 Meter entfernt und ahnst ein Stirnrunzeln oder ein Augenzwinkern oder so, sondern du siehst wirklich jede einzelne Pore und jeden einzelnen Schweißtropfen und jede einzelne Träne, die hier fließt. Und allein das macht es, glaube ich, schon anders als andere Inszenierungen, weil du einfach uns quasi auf dem Schoß sitzt. Das heißt, ihr müsst auch schauspielerisch im Prinzip euch ein bisschen zurücknehmen, weil dieses Übertriebene, wie es jetzt gerade zum Beispiel in der Oper, wo man dann Reihe 30 nochmal sehen muss. Ist dann also für einen dritten Rang spielen ist hier nicht so. Erste Reihe reicht. Ich glaube, wenn wir es übertreiben würden, dann wird es zu plakativ werden und das würde, glaube ich, dann den Sinn auch verfehlen und auch diese Emotion verfehlen, weil wenn du dann so drauf drückst, dann ist es so, okay, die spielen wieder Musical, finde ich doof, wollte ich gar nicht sehen oder so. Und wir versuchen es wirklich mehr so ins Schauspielerische ein bisschen näher dran zu bringen. So, und für dich ist es ja eine Traumrolle. Ja, Traumrolle. Warum ist das für dich eine Traumrolle, Gabe Goodman zu spielen? Weil es ist eine total, also ich muss sagen, ich habe mit Feen eine sehr schöne Probenzeit hinter mir. Das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Probenzeit gewesen, einfach als ihr Sohn. Und es ist, Gabe ist eine total verrückte Rolle, weil sie ja, ich will gar nicht spoilern. Das ist voll blöd bei dem Ding. Die nächste Minute überspringen, jetzt darf Lukas alles sagen. So, nee, aber das ist ja dieser kleine Spagat zwischen dem lieben Sohn und dem bisschen auch diabolischen ja irgendwo auch total interessant ist. Und es macht immer mehr Spaß, jetzt in den Proben das zu finden und jetzt auch dann die Premiere jetzt vor ein paar Tagen gespielt zu haben. War die Premiere mal wieder ganz anders. Und das ist so schön. Und gerade auch in dieser Inszenierung bin ich mit Gabe sehr zufrieden, weil es jedes Mal anders ist. Es ist jedes Mal anders, weil ja eine andere Besetzung, andere Konstellation in der Besetzung ist. Und dadurch musst du dich immer wieder neu darauf einstellen, okay, wie reagiert der Partner jetzt darauf? Kann man das machen? Kann man das nicht machen? Es ist total, es bleibt frisch und neu. Und dadurch ist, glaube ich, für mich jetzt hier, ich sage es jetzt speziell hier, in dieser Waggonhalle und auch mit diesem Team, Gabe tatsächlich eine faszinierende Rolle.
Sowohl im Schauspiel als auch gesanglich tatsächlich. Ja, das geht ja ordentlich hoch, ne? Das geht ganz hoch, ja. Das D hier oben haben wir jetzt gestrichen, ne? Nein, das darfst du nicht sagen. Das singen wir halt in Kopfstimme, mein genau. Gott. So, wie hast du dich denn auf eine bipolare Rolle vorbereitet, die ja Diane Goodman tatsächlich ist? Liest man da sehr viel? Guckt man, wie es die Kolleginnen gemacht haben? Oder sagt man, ich will es gar nicht so sehr sehen, weil ich will mich da, ich will mein ganz eigenes Ding machen? Ja, genau so. Ich habe mich mit gar nichts beschäftigt. Ich habe wirklich nur mein Skript genommen und habe versucht, mich da im Laufe dieser Probenarbeit und reinzufühlen, wie das gehen könnte. Habe erstmal so quasi gedacht, wie ich, oder gemacht, wie ich denke. Und wir hatten ja einen ganz tollen Coach dabei. Der ist sowohl Schauspieler als auch, wie heißt das? Psychotherapeut? Genau. Und der konnte uns. Gut, dass du das noch nicht so kanntest. Also, das ist ein Vorteil. Ja, ja. Also, ich wollte mich da auch gar nicht irgendwie so fremd beeinflussen lassen. Deswegen habe ich mir auch gar nichts mehr irgendwie angeguckt. Es gibt ja doch hier und da YouTube-Videos aus Amerika und sowas. Und da habe ich gedacht, nee, das will ich alles gar nicht sehen. Was? Es gibt Menschen, die im Theater filmen. Was sein? Und sie niemals tun. Nein. Weil es gibt ja auch. Was? Gab es Hamilton nicht komplett? Nee. Nein, das ist genauso wie das grüne und das blonde Mädchen. Ja, ja. Nee. Nein, sowas gibt es gar nirgendwo. Nein, nein. Nee, aber dieser. Aber du hast ja vorher schon gesehen gehabt. Ich habe es einmal eben gesehen, nur in Dortmund. Ah. Ich kenne tatsächlich die Maya Hackford-Version, aber das ist schon 4 Jahre oder so. Okay, also. Also ich erinnerte mich dran, dass ich dieses Musical gesehen habe und fand es phänomenal. Also es war ab dem Moment einfach so eins meiner Herzensstücke. Aber ich konnte mich glücklicherweise, sage ich jetzt mal, nicht so intensiv daran erinnern, als dass mich das hätte beeinflussen können in meiner Rollenfindung. Und das habe ich dann wirklich versucht, im Laufe unserer Probenarbeit zusammen mit dem Coach so zu erarbeiten, dass das ganz allein meins ist, ohne was abzugucken. Weil es natürlich einfach auch schwierig ist zu sagen, okay, was ist denn, wie ist denn jemand, der bipolar ist? Also das ist ja jetzt einfach... Aber da gibt es auch keine Definition tatsächlich dafür, oder? Also das ist ja, jeder ist ja auch unterschiedlich dabei und entsprechend ist ja auch die Offenheit, einfach zu sagen, ich interpretiere das anders als jetzt Wir hatten die gute Alice vom Broadway. Richtig. Wir hatten vor kurzem einen Gast hier, eine Dame aus, ich meine, Nähe Oberursel, Bad Homburg, die nennt sich selbst die bipolare Muse. Eine ganz faszinierende Frau. Ist die, die den Brief geschrieben hat? Ich glaube. An die Bipolarität und sich davon verabschiedet hat? Da habe ich irgendwo im Internet bei euch was gesehen. Ja, genau. Die Dame was war ist das eine bipolare Muse dann? Ja, die hat sich zur Lebensaufgabe, also sie ist selber eben betroffene Patientin und sie hat sich selbst zur Aufgabe gemacht, auch das so ein bisschen nach außen zu tragen, ein bisschen aufzuklären, was ist denn Bipolarität überhaupt? Und im Gespräch mit ihr hat sie uns eben auch nochmal erzählt, dass man das gar nicht so über einen Kamm scheren kann, dass jeder Mensch, der eine bipolare Störung hat, eine ganz andere Ausprägung haben kann als wieder der andere und dass das völlig konträr auch sein kann. Deswegen gibt es nicht so dieses, ja, wenn man bipolar ist, ist man so und so. Das gibt es einfach nicht, weil das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich und multiple. So, jetzt freue ich mich total. Das ist so klar. Ich habe du weinst nicht. Ich muss nur die zitieren. Dann stelle ich mich neben dir und schlag dich. Dann musst du auf jeden Fall. Nein, wir sind ganz fertig. Ja, wir sind gewalttätig. Ich werde jetzt noch einmal ganz kurz mit Kamerakind Kurosch den Platz tauschen. Oh. Ich habe nämlich noch ein kleines Spiel vorbereitet. Und da Kurosch ja hier Produzentin ist. Produzentin? Das ist ein geflügelter Begriff. Ach, Moment mal. So, Kurosch. Einmal Haare nach hinten. Einmal die Haare nach hinten. Warum sitze ich denn jetzt noch hier? Na, weil du bei Spielen immer dabei bist. Du weißt ja auch nicht, um was es geht, mein Lieber. Oh Gott. Mein Gott, das wäre das. Ich bin aber richtig aufgeregt. Ich habe einen. Ich wusste ihn. Dann gewinnst du doch immer. Es wird immer gesagt, dass du gar nicht gewonnen hast. Ja. So, ich habe. Kinders. Freunde. So, ich habe ein Next to Normal Quiz für euch vorbereitet. Oh Gott. Und mal gucken. Natürlich. Was denkst du, Elisabeth oder wie? Ja. Da wäre ich nahtlos. Du, in zwei Wochen gibt es einen Don Röschen. In zwei Wochen machen wir einen Don Röschen Quiz. So. Ich bereite mich schon mal vor. Ja. So. Also, wer es zuerst weiß, seinen Namen rufen und dann die Antwort, okay? Okay. Also. Wie viele Tony Awards hat das Musical gewonnen? Courage! Ja. 3! Welche? Beste Hauptdarstellerin? Ja. War das Buch oder Musik? Ja, ich dachte auch gerade. Ich glaube, es war Buch. Und dann den Pulitzer noch danach. Pulitzer ist was anderes. Ich weiß nicht. Also, beste Hauptdarstellerin. Ja. Jetzt geht mal weiter. Ich habe keinen Pulitzer, ich weiß es nicht. Best Original Score und Best Orchestration. Ah, okay. Also beides Musik. Verdient. Verdient. Zweite Frage. Wie hieß das Musical ursprünglich? Du musst erst deinen Namen sagen. Ja? Irgendwas mit Electrified. Irgendwas mit Electri. Was ging es? Ist mit Electri, ja? Ja, es ging um Electri.
Oh Gott. Aber es ist, fast... Ja, die anderen dürfen noch mal. Ihr seid nur mit dem Rennen. Es hat was mit dem EKT zu tun. Deswegen, ja, deswegen ist es mit irgendwas mit... Es ist... Drei, nein, zwei... Ist durch. Feeling Electric. Ja. Oh. Aber ich war nah dran. Ja, also. Das war nicht schlecht. Ich hab mich mehr mit dem Stück beschäftigt. Ja, aber halber Punkt jetzt, oder? Ja, halber. Ja. Halber Punkt. Ein bisschen unter Strom hier. So, dritte Frage. Wer spielte den Henry in der deutschen Erstaufführung? Ich bin Kurosch. Wie heißt ich? Nein, Kurosch war es nicht. Dominik Hicks. Richtig. Kurosch hat nicht gespielt? Nein. Ich bin jetzt nicht Ich war Gast. Und es war ein super Erlebnis. Ja. In Fürth damals? Toll. Bei der Titus. Ach, geil. Genial. So, ihr könnt noch aufholen. Ne, eventuell mal gucken. Welchen Song aus Next to Normal hat Alice Ripley vor ein paar Monaten bei der legendären Miscast-Gala gesungen? Im Zweifelsfall, mir fehlen die Berge. Ja. Nein, Miscast ist ja diese Gala, wo die Sachen spielen, für die sie nie gecastet werden würden. Ich lebe wahrscheinlich. Oh. Richtig. Ehrlich? Punkt für Lukas. Oh. Sehr gut. Ich bin einfach ruhig, ich blamier mich nur. Also entweder schafft jetzt Lukas den Ausgleich oder Kurosch hat gewonnen. Ich könnte auch noch gewinnen. Nee, ich habe nur noch eine Frage. Achso, ja, mit einem halben Punkt. Naja, dann. Ich habe gestern Nacht auch nicht geschlafen. Ich habe mich ja vorbereitet. Ja, natürlich. Wie heißen die Medikamente in diesem Stück? Lukas! Ja? Nimm mal zusammen. Xanax. Zoloft. Paxil. Buspa. Xanax. Valproat. Rivotril. Zolpidem. Prozac. Ja. Aber sie decken es ja nicht ganz ab, ne? Irgendwie. Ja, nicht ganz. Wow. Boah, das waren aber wirklich... 2-2, herzlichen Glückwunsch, unsere beiden. Okay. Du, mein Lieber. Hä? Definitiv und im Herzen fehlt. Und ich habe immer verloren. Also ja. Das wäre jetzt auch nichts. Das heißt ja immer Sieger der Herzen. Haben Sieger ja der Herzen. Dann kann ich gut leben. Ja. 2006. Ich bin ein ganz toller Verlierer. Hast du noch was? Nee, ich habe keine weiteren Fragen. Aber ich wünsche euch heute eine zweite Vorstellung, weil ihr habt ja heute eure zweite Show dann zusammen. Bis wann läuft denn... Next to Normal in der Waggonhalle. 20. Oktober. 2019? Oh Gott, wie lange habe ich unterschrieben? Genau. Gibt wahrscheinlich noch ein paar Resttickets an der Abendkasse. Beziehungsweise oder im Vorverkauf auf... Unter www.waggonhalle.de. Ja, absolut. Das könntest du jetzt einfach so als Trailer jetzt, also so, weil ich so... Ich bin ja Voice-Over-Sprecher vom Radio. Bist du? Bei welchem Radiosender bist du denn nicht bei uns? Oh, das sage ich jetzt nicht. Okay. Das müsst ihr leider selbst rausfinden. Das kriegst du spätestens am Montag, weiß ich das. Das war hier im Zuschauerraum, das werdet ihr nachher hören. Bitte schalten Sie jetzt Ihre Handys aus. Nein, wir haben das anders. Wir machen das ja so intelligent wie alle inzwischen. Ja, genau. Ach so, schalten Sie danach wieder an. Nach der Forschung mit Ihrem Handy wieder an. Aber das muss man immer morgens um 8 einsprechen. Wo die Stimme ein bisschen tiefer so ein bisschen ist. Also wenn man den Tenor versucht, ein bisschen tiefer zu sprechen, das ist ja ein bisschen schwierig. Ne? Ja. Und dann ist morgens einfach... Ja, ja, komm, der Sound. So, Michael, nochmal hin. Komm, setz dich mal hin. Ich setz mich nochmal kurz. Ja, klar. Nein, komm hier. Komm in die Mitte. So. Jetzt müssen wir aufstehen. Sollen wir mal ein bisschen hier rollen? Eigentlich. Nee, warte, es ist fest. Ist ja fest. Entschuldigung. So, jetzt. Nicht, dass wir jetzt den Bühnenboden abreißen. Jetzt haben wir auch noch den Kurosch da. Ja. Und für mich war die Frage, wie bist du denn eigentlich zur Waggonhalle gekommen? Erstens. Und zweitens. Das ist immer, wenn Michelle gefragt wird, jetzt im Radio gekommen ist, mit dem Fahrrad. Und zweitens. Bobbycar. Und zweitens, wie zu Next to Normal? Wie hat sich das ergeben, dass ihr jetzt Next to Normal spielt? Weil ich bin hier der größte Next to Normal-Fan aller Zeiten. Ja, also, wie bin ich überhaupt hinter die Bühne gekommen? Ja, mehrere Jahre auf der Reise gewesen. Ja, also so unzählige Flugreisen weltweit gehabt. Und irgendwann kam der Gedanke, also möchte ich jetzt die nächsten 20 Jahre jetzt weiterhin auf der Bühne verbringen, ja, was riesen viel, also wirklich Spaß macht, oder möchte ich da nochmal was anderes erleben? Und du kannst ja nicht gleich hier Stage Entertainment Style gleich die großen Shows machen, ja. Kann man schon mit den riesigen, die du auch kennst. Ja, genau. Sondern erstmal so im kleinen Rahmen. Und wir haben uns im Team, auch im Waggonhallenteam, letztes Jahr überlegt, okay, was für ein Stück würde in diesem intimen Rahmen super passen und was ist ein tolles Stück, das die Menschen berührt. Und dann kam ganz, ganz schnell Fast Normal Next to Normal. Und ich habe das Stück 2013 in Fürth gesehen und dachte nur, oh mein Gott, was ist das für ein Stück? Warum wurde das noch nie hier in Deutschland gespielt? Wow, wow, wow. Warst du auch einer von denen, die quasi beim Schlussapplaus aus dem Sitz gerissen wurden? Ja. Okay. Und ich habe auch heimlich geweint. Aber heimlich. Warum denn heimlich? Ja, so als Mann zeigt man dann immer Emotionen. Ja, heutzutage darf man das. Lukas geht jetzt nochmal extra an dich ran.
Nee, also ich habe da wirklich geweint und es war ein ganz, ganz berührender Abend und ich habe mir damals geschworen, wenn ich irgendwann mal dieses Stück spielen darf oder in irgendeiner anderen Funktion bei diesem Stück mitwirken kann, dann werde ich das machen. Und deshalb fast normal Next to Normal dies Jahr in Marburg. Schöner könnte ein Ende nicht sein. Worauf freut ihr euch denn am meisten eigentlich? Oh, ich freue mich auf was ganz Besonderes. Und zwar gibt es irgendwann so ganz bestimmte Akkorde von dem Klavier. Wenn es traurig wird, dieses, es ist nur ein ganz kurzes Lied, was du singst. Ja, irgendwo. Dieses, irgendwo. Ja. Und dann, und wenn das Klavier einsetzt, das ist so, dann ich so, okay. Es schwebt dann richtig. Bei mir ist es schon am Anfang, wenn so die ersten Akkorde kommen von der Ouvertüre, da bin ich schon weg und ich freue mich jetzt unglaublich drauf, weil ich denke, hier in diesem Rahmen ist es noch was anderes als im Theater Fürth, als wir es, nicht zum letzten Mal, dazwischen haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ja, vor leider. 2-3 Jahren. Aber wisst ihr, was mich so glücklich macht, ist, dass wir alle Theaterliebhaber sind, aber auch mit Stolz sagen können, wir sind Fan von diesem Stück, ja. Weil das Stück wirklich unglaublich toll ist. Wir sind sehr gespannt, was ihr draus gemacht habt. Ich habe schon so ein paar Bilder gesehen, wo ich dachte, Moment mal, diese Szene kenne ich nicht aus dem, was ich in Fürth oder in jeder anderen der fünften Inszenierung gesehen habe. Aber wir sind alles abgesägt und also Verlag. Natürlich. Das kannst du doch selber absichern, oder? Natürlich. Ich sehe dich schon auf einer Seite stehen. Du, wie denkst du denn, dass es ist? Und dich umdrehen. Ja, das geht schon, ja, das oder? Ist dieses Bipolare in dem Stück. Weißt du, sich selber mit dem Verlag absprechen, ob es klappt oder nicht. Das war meine einzige Vorbereitung auf diese Runde. Ja, natürlich. Deswegen, wir freuen uns jetzt sehr drauf. Vielen Dank, dass ihr Zeit hattet. Auch Lukas hinter der Kamera. Natürlich. Also Kamera. Guck mal, jetzt bin ich sogar mit drin. Und wir verraten euch ja direkt jetzt nach diesem Schnitt, wie es war. Aber das können wir erst machen, wenn wir es angeschaut haben. Ja. Also, und wer jetzt noch Tickets holen will, Adrian, heb mal deinen Finger. Ganz weiter oben. Komm, zeig mal nach oben. Richtig weit. Genau. Da oben könnt ihr ja noch einen Link reinpacken. Zack. Und in dieser Sekunde haben wir das Stück auch schon gesehen. Tada! Magic of the Video. Ja. So, zur Story möchten wir an dieser Stelle jetzt nicht mehr viel sagen. Wir haben ja auch schon mit den Darstellern gesprochen und wir haben sie ja auch schon gesehen. Ihr könnt euch hier die Review aus Fürth nochmal anschauen. Da haben wir ein bisschen mehr Infos zu dem ganzen Stück. So, wie hat es dir denn gefallen, mein Lieber? War ordentlich. Also mir hat's wirklich, ordentlich. Nein. Sie bemühten sich stets. Nee. Mir hat es gut gefallen an dem Abend. Also insgesamt war es schön. Ich habe tatsächlich wirklich sehr viele Tränen in den Augen gehabt an einigen Punkten. Nicht an so vielen Punkten wie in Fürth, da war ich einfach nur zerstört. Also für mich an manchen Punkten, das war, man muss ja immer was kritisieren, sonst werden wir, weißt du, also mal ganz im Arbeitslos Ernst, also was soll man denn sonst Hallo, machen? Ja. Also wenn wir nur sagen, oh, das war so toll, Tanze Vampire gibt's wieder in Oberhausen, ach du meine Güte, komm ich zurück, ein Sarg ohne Deckel. So. An manchen Punkten war es für mich ein bisschen überinszeniert. Also so, dass einfach sehr, sehr viel auf der Bühne passiert ist gleichzeitig, wo ich dann dachte, wo ist der Fokus? Ja. Von ganz links bis ganz rechts, in der Mitte dann wurde noch gespielt und ich wusste nicht so, oh Gott, wo soll ich jetzt gerade hinschauen? Und das hat für mich so ein paar ganz starke Emotionen so ein bisschen abgeschwächt. Vor allem im ersten Akt, da hatte ich manchmal das Gefühl, sie hatten, komm, wir hatten noch ein paar Ideen, was wir außer dieser Szene noch auf der Bühne gleichzeitig machen können. Aber im zweiten Akt war das deutlich weniger. Und vor allem eine Szene im zweiten Akt, ich sag nur die Szene mit Gabe und mit, wie heißt der? Dem Arzt? Nein. Dem Papa? Nein, wie heißt denn die Rolle von Diana? Diana, die Mutter. Ja, Diana und Gabe mit den Fotos, die hat mir deutlich besser gefallen als am Broadway. Also, Punkt. Da braucht man jetzt auch nicht mehr viel sagen. Ich glaube, an manchen Punkten vielleicht dann so die 100-Meter-Marke ein bisschen zu schnell rübergerannt und dann an den Punkten wieder eingeholt. Deswegen, ich fand den zweiten Akt sehr, sehr harmonisch. Für mich war, das ist ja auch eine semi-professionelle Produktion, nennen sie es selbst. Ja. Also für mich, die Stimmen, die meisten extrem gut wirklich, wo ich dann dachte, okay, das sollten die nicht nur semi-professionell machen. An manchen Punkten, ja, da kann man auch noch. Ja gut, es gibt manche Rollen, die erwarten jetzt auch nicht, dass du hier die. Wir sagen doch nicht, welches. Also das ist. Jetzt insgesamt gebe ich dem ganzen Ding 8 von 10 Punkten. Wow,
Okay. Ich gebe den, als ich den ersten Akt gesehen hatte, dachte ich so, ah, 7 Punkte von 10. Aber es war, ich fand es vom Bühnenbild her auch sehr schön. Ja, sie hatten 6 Live-Musiker da. Ich fand es übrigens auch sehr schön, dass die Tochter selber Klavier gespielt hat. Das habe ich so zum ersten Mal gesehen. Normalerweise ist es immer so, ich setze mich an so ein Fake-Keyboard und jemand anders spielt. Also sie hatten viele schöne Ideen. Ich hätte vielleicht die Hälfte der Ideen weggestrichen und den Fokus anders verlegt. Für mich dann doch für eine semi-professionelle Produktion und für den Preis. Ihr zahlt ja maximal 25 Euro oder so für ein Ticket. Ganz im Ernst, Waggonhalle, ihr spinnt. Ja. Also ganz, also wirklich, also das ist... Und ich als Schwabe würde sagen, naja, da zahle ich noch einen Zehner mehr. So, wirklich 8 von 10 Punkten. Ja, für mich 7 von 10 Punkten, war ein super schöner Abend, würde ich mir immer wieder anschauen. Vielleicht, wenn man an einigen Punkten noch ein bisschen macht, dann, weißt du, so ein paar Korrekturen, dann sind es auch 8 von 10 Punkten. In diesem Sinne, viele Grüße nach Marburg und wir kommen bestimmt wieder. Ja. Vielen Dank und vor allem kommentieren, like, habt ihr es denn schon gesehen, wo überall und ihr wisst ja unsere Frage, wir diskutieren unglaublich gerne mit euch. Ja, und macht das Glöckchen und also wir sagen jetzt ganz viele Sachen auf einmal, ihr müsst es vielleicht nochmal anschauen, damit ihr wisst, was ihr anschaut. Ja, Einzelsteps. Wir schreiben es auch nochmal runter, was ihr genau machen müsst, so für die nächsten 3 Jahre. Tschüss.